So, und damit dann hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Empyrion. So, mal gucken, was hier so los ist. Genau, wir sind ja gerade noch dabei, die ganzen Einzelteilchen zu machen. Schade, dass ich das nicht irgendwie verschieben kann in der Warteschlange. Das wäre irgendwie noch ganz angenehm. Dann bräuchte ich nicht jedes Mal alles vorher rauslöschen. Ja? Ja, aber das ist ja gleich fertig, der Geschütz. Der andere geht ja relativ schnell. Und dann haben wir zumindest das Geschütz schon mal. Also, das kann da noch mit hin. Regenerationspack brauchen wir. Genauso wie Bandagen. Können wir gleich mal draufknallen hier. Das muss ja auch irgendwo hin, wo wir rankommen. Also würde ich schon fast sagen, hier auf der Seite. Ja, das, was wir an einer Seite haben, ist irgendwie ein bisschen praktischer, als wenn wir das auf alle möglichen Seiten verteilen. Ich sehe gerade, es ist ein bisschen dunkel für euch. Ich mache mal ein bisschen Licht an. So, also ist so. Ja, da jetzt schon 200. Ja, gut, okay, wir brauchen noch ordentlich Munition. Ist nicht so, dass wir da zu wenig brauchen. Naja, da kann man, zu wenig kann man da nicht haben. Zu viel meine ich. Nur zu wenig. Genau, zu wenig geht immer. So, das machen wir auch direkt hier mittig drauf, hier oben. Oh, machen wir so. Genau, ist ja relativ klein und schmal, das heißt wenig Angriffsfläche für den Gegner. Das finde ich dann wiederum ganz praktisch. Ich bin ja immer nicht so der Freund von riesengroßen Gebilden, eher klein und dezent, ne? Minimalistisch teilweise, aber es kann auch gerne mal etwas hübscher sein. Also kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viel Material haben wir zur Verfügung, wie viel Zeit. Aktuell weniger Material noch Zeit. Vielleicht, dass die Energiezellen fehlen. So, das heißt, es ist nochmal 400 insgesamt. Ja, also das ist mehr als genug Munition, denke ich. Ein Gewehr springt auch noch bei rum für uns. Also, was willst du mehr? Also, nee. Ach so, 100 gibt es immer. Ach so. Dann bringen wir das schon mal weg. Ja, aber da kann er zumindest auf jeden Fall alles Mögliche platt machen mit. Sehr gut. Ah ja, okay. Irgendwas gehört? Nee, nicht wirklich. Wir müssen gleich mal gucken, ob man die Reichweite einstellen konnte von dem Geschütz. Aber ich bringe manche Sachen auch immer mit Space Engineers durcheinander, ne? Weil da kannst du halt die Reichweite einstellen und so weiter. Ob das jetzt hier geht, bin ich nicht so ganz sicher. Kanonengeschütz. Nee, geht nicht. Okay. Okay, hat wieder irgendein Alien platt gemacht. So. Das geht nicht. Warte mal. Ausprobieren. Ah ja, das geht sogar wirklich. Okay. Ah, schöne Sache. Danke für den Tipp an der Stelle. Das ist natürlich praktisch. Weil davon kann man nämlich schon ein bisschen was machen, wenn ich es denn hier finde. Wo ist es denn? Wo ist der Biokraftstoff hier? Irgendwo muss der doch sein. Ist der hier echt nicht mit dabei? Nee. Okay, dann nehme ich mal die Pflanzenfasern. Aber hier geht's auf jeden Fall, das weiß ich. Ja, da ist es. Ja. Na dann. Machen wir Sprit. Erstmal 10 Stück. Ja, soll erstmal 10 Stück machen. Sehen wir, wie viel rumkommt. So, wir haben unser Gewehr, wunderbärchenhaft. Und auch
Ein bisschen Munition. Ja. Wie viel Power hatte das? 75. 42. Ja, wir sehen die Reichweite, weil da 90 ist, sind 150. Natürlich was ganz anderes. Ja, herrlich. Damit sollten wir auf jeden Fall uns besser zur Wehr setzen können. So, die ersten 10 sind fertig. Damit können wir natürlich auch schon mal gleich anfangen zu basteln. Na, hier hinten ist noch nicht fertig. Sehen wir schon. So. Wir könnten noch kleine Tragflächen nehmen. Rein theoretisch, aber ich wüsste jetzt nicht warum. Ja, ist nicht unbedingt notwendig. So. Genau, so ein bisschen. Ne? Ja. Und da brauche ich wohl noch ein paar mehr. Wenn ich das gerade so sehe. Kommen auch nochmal 20 Stück. Die Pellets braucht ihr. Die brauche ich nicht. Nämlich für Energie. Ah, hier ist es. Ja, ach, hier ist der Kraftstoffsiste. Da haben wir. Ah, wir haben ja noch genug Holz, aus ließ sich das ja auch machen. Schöne Sache, das. So, mal gucken, er müsste ja hier fertig sein. Achso, oh, nee. Okay. Ah, ist klar, ist halt sehr langsam hier, ne? Im Vergleich zu dem anderen. Das müssen wir mal zurückbringen. So. Mal gucken, wie wir das hier am hübschesten machen. Hier würde ich auf jeden Fall auch gerne was dran setzen. Ich glaube, da würde ich dann auch diese Ecke hier nehmen wollen. Ja, das sieht ganz hübsch aus. Das können wir hier dann auch entsprechend nehmen. Ja. So, und genau hier auch noch. Aha. Okay. Machen wir das denn hier auch so? Nee, geht nicht wegen. Siehst du? Muss schon aufpassen. Genau. Ah, ratzfatz hat man sich dann hier selbst in die Bedrohung geritten. Das ist okay. So, nehmen wir denen. So und ja. Wunderbärchenhaft. Dup, 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 dup. Dann das. Nee, halt, nee, das hier. Nein, ah, verdammt. Halt, nee, 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 nee. Dann verlieren wir hier wieder den Block. Ja, genau, demontieren. Viel besser. Ja, aber dann ist das ringsrum geschützt, da bin ich ein bisschen glücklicher mit. Genau so. Ja, mal gucken, ob das alles funktioniert. Ui, na sieh mal einer an. Er könnte gerne mit der Produktion anfangen. Möchte er nicht. Warum denn?
hat. Einfach keine Energie, glaube ich, gerade, ne? Ist ja der Wahnsinn. Naja, basteln wir hier einfach weiter, was soll's. Interessant. Stehst du dann da mitten in der Nacht und hast keine Energie mehr. Klasse. Das ist das, was sie meinte, ne? Da fehlt dann eigentlich eine Batterie, die den Strom speichert. Damit dann entsprechend auch nachts noch was da ist. So ein ja, Nachtspeicher halt, ne? Boah. Na toll. Na toll. Schon wieder. Okay, das ist in Ordnung. Ja, sieht dann sogar noch halbwegs hübsch aus, ne? Haben wir sogar noch verkleidet in das Ganze an der Seite. Ach, wir sind schon cool. So, wie sieht's aus? Ja, er produziert fleißig. So. Ich nehme das schon mal mit. Ja, wir können das ja von oben offen lassen, ne? Dass man da entsprechend rankommt. Ah, wir brauchen natürlich dann aber auch super viel, ne? Ist auch kein Wunder. Biokraftstoff ist ja längst nicht so ertragreich. Okay, tja. Würde ich sagen, lasse ich den erstmal produzieren und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.